Liebe Wählerinnen und Wähler, 2014 bin ich mit einem ganz wichtigen Wahlversprechen angetreten. Und zwar, ich will, dass Europa in 20 Jahren den ersten Weltraumaufzug baut. Denn auch die Grenzen nach oben können wir überwinden. Heute bei meiner letzten Plenarsitzung kann ich mit Freude verkünden, dass wir gerade mit Parlament, Rat und Kommission das europäische Weltraumprogramm verabschiedet haben. Das Parlament hat dem gerade mit großer Mehrheit zugestimmt. Dieses Weltraumprogramm umfasst gut 16 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren für den Weltraum ausgegeben werden sollen. Unter anderem, und das ist ganz wichtig, für alternative Antriebstechnologien, also solche Technologien wie zum Beispiel den Weltraumaufzug. Ich bin sehr froh, dass ich da mit meiner Arbeit zu habe beitragen können, dass der Weltraumaufzug schon bald Realität wird. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus dem Europaparlament.